Hallo und herzlich willkommen zum Very Nice Pro Webinar, heute mit dem Thema ISO 27001. Sie können bereits meinen Startbildschirm sehen, und zwar den Startbildschirm von Very Nice. Hier zu sehen sind die verschiedenen Einstiegspunkte in das Programm. Auf der linken Seite finden Sie unten BSI-IT Grundschutzumsetzungsperspektive. Hier basiert das auf dem BSI-Standard 100-1. 2, 3 und 4. Oben drüber der modernisierte IT-Grundschutz, der basiert auf den Standards 200-123. So, auf der rechten Seite unten findet man die VDA-Perspektive. VDA steht für Verband der Automobilindustrie. Da gibt es einen kurzen Self-Assessment-Fragebogen. Momentan noch in der Version 1.4.4. Mit der nächsten Very Nice Version wird der entsprechend aktualisiert auf die Version 5.0. So, dann die Greenbone bzw. Open Wasser Anwendungsperspektive, die basiert auf der ISO-Perspektive und hat aber noch ein paar kleine zusätzliche Spickzettel, Tutorials oder Cheat Sheets, wie Sie das auch immer nennen möchten, zum Thema Schwachstellenmanagement in Very Nice mit dem Schwachstellenscanner Greenbone. Und zu guter Letzt die ISO 27001 Perspektive. Das ist natürlich die Perspektive, die wir uns heute gemeinsam anschauen. Mit Klick auf den Button gelangt man in die Perspektive, und eine Perspektive besteht immer aus verschiedenen Fenstern bzw. in Very Nice Views genannt. Diese können Sie von der Größe her oder auch von der Anordnung Ihren Wünschen entsprechend gestalten. So, ich führe die Standard-Views einmal kurz vor. Und zwar beginne ich mal auf der rechten Seite. Die Spickzettel, also die Cheat Sheets oder auch Tutorials, die haben einen kurzen Einblick in die ganze Thematik. Also, wie lege ich hier Assets an, wie modelliere ich meine Controls, wie erstelle ich die ganzen Verknüpfungen und so weiter und so fort. Also quasi das, was wir uns heute zusammen angucken, das hier in kurzen Stichwörtern erklärt. So, auf der linken Seite jetzt finden wir die ISM-View. Das ist dann unser Modell-View. Das heißt, hier können wir unsere Organisation, unseren Scope entsprechend abbilden, modellieren. Darunter ist die Verknüpfungs-View. Wieso, weshalb, warum? An einer geeigneten Stelle mehr dazu. Rechts daneben ist der Objektbrowser. In dem Objektbrowser werden Ihnen Inhalte zum Beispiel aus dem BSI-IT Grundschutzkompendium angezeigt, beziehungsweise bei der ISO ist es so, wenn Sie den Risikokatalog entsprechend lizenziert haben, werden hier Ihnen die ISO-Inhalte angezeigt. Oben drüber der graue Bereich momentan ist der Editor-Bereich. Hier würden Sie also Ihre ganzen Informationen zu den verschiedenen Zielobjekten entsprechend eintragen. So, wir beginnen mal und fangen quasi auf einem leeren Blatt Papier an. Und zwar erstellen wir eine neue Organisation. Mit Klick auf dieses Blatt Papier mit dem Sternchen wird also eine neue Organisation angelegt und diese kann ich entsprechend umbenennen. So. Hier finden Sie noch zahlreiche andere Informationen, die Sie eintragen können, wie zum Beispiel eine Beschreibung, die Firmengruppe, Standort, Adresse, E-Mail-Adresse, Ansprechpartner und so weiter und so fort. Unten drunter finden Sie dann entsprechend die Business Impact Klassifizierungen, also der sogenannte Schutzbedarf, nach den Schutzzielen Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit, da entsprechend mit den verschiedenen Werten. Diese Definitionen sind Standarddefinitionen, die wir so mal uns überlegt haben. Die können Sie natürlich entsprechend ganz austauschen, also Ihre Definition entsprechend eintragen, beziehungsweise die Fragezeichen einfach austauschen. So, unten drunter finden Sie dann noch die ganzen Definitionen zu den Bedrohungen und zu den Schwachstellen.
und darunter entsprechend noch ein paar Felder zum Thema Datenschutz unter anderem, also nach dem Meldeformular für das BSI-Gesetz, beziehungsweise die Daten für die Aufsichtsbehörde und die Vertreter innerhalb der Europäischen Union. So, Dernice speichert nicht automatisch, sondern Sie müssen das manuell antriggern, und zwar entweder mit Klick auf die Diskette oder mit der Tastenkombination Command S ist es auf dem Mac, Steuerung S ist es auf dem Windows. Genau, und hier sehen Sie mit dem kleinen Sternchen, dass es hier in dem Objekt eine Änderung gab. Spätestens, wenn Sie diesen Reiter schließen, gibt es hier einen Hinweis, es gab eine Änderung, möchten Sie das Ganze speichern. Ich speichere das Ganze und die Organisation wird gleich umbenannt und ich kann die entsprechend aufklappen. Das, was wir hier an der Struktur sehen, sind die Zielobjekte, die wir anlegen können, müssen aber nicht alle entsprechend anlegen. Das, was wichtig ist, sind zum Beispiel die Prozesse, die Assets, die Szenarien mit der Schwachstelle und mit der Bedrohung und entsprechend die Controls, die das natürlich reduzieren. Unter anderem können Sie auch hier zum Beispiel Incidents, also Vorfälle dokumentieren. Sie können hier auch Personen anlegen und diese dann mit den einzelnen Zielobjekten verknüpfen. Genau, und da beginnen wir mal auf der Prozessebene, sagen hier rechte Maustaste, neuer Prozess und es wird mir ein neuer Prozess angelegt. Hier kann ich entsprechend sagen, das ist meine Buchhaltung als Beispiel, kann hier noch definieren, ob es personenbezogene Daten enthält, ob es sich um ein Kerngeschäft oder einen unterstützenden Prozess handelt. Und je nachdem, um was für ein Zielobjekt es sich handelt, sind die Felder, die Sie hier sehen, mehr oder weniger gleich bzw. unterschiedlich. Genau, das ist im ersten Augenblick das, was wir machen, also quasi die Strukturanalyse, wie das beim BSI heißt. Wir erfassen erstmal alles, was wir in unserer Organisation haben. Das heißt, ich erfasse hier den Prozess bzw. alle meine Prozesse und gehe dann weiter zu den Assets. Sage dann auch hier bei den Assets rechte Maustaste, neues Asset. Sage hier, ich habe einen Laptop, Art des Prozesses, kann ich hier entsprechend definieren, kann hier eine Plattform hinterlegen, kann hier einen Status hinterlegen, ist es in Betrieb, und das BSI und die ISO sagt ja auch, man soll sinnvoll gruppieren. Das heißt, wenn ich im Unternehmen 500 Laptops oder 500 Server oder was auch immer gleichwertig habe, kann ich das entsprechend hier über die Anzahl sagen. 500 Stück habe ich davon, muss also nicht diesen Laptop, den ich ja 500 Mal in der Organisation habe, auch 500 Mal anlegen. So, habe also hier einen Laptop und ich füge mal noch eins an, und zwar ein Serverraum. So, damit habe ich zwei Assets hinzugefügt und würde so entsprechend die Organisation abbilden. Die andere Möglichkeit, die Organisationsstruktur abzubilden, ist der CSV-Import. Und zwar haben ja die meisten Organisationen schon irgendwelche Listen. Das heißt, in meinem Beispiel habe ich eine IT-Abteilung und die führen regelmäßig Listen, und zwar über die Server. Und genau diese Listen kriege ich einmal im Quartal zugeschickt und kann diese hier auch mit einer Update-Funktion entsprechend importieren. So, das heißt,
Ich füge hier, sage ich, es handelt sich um ein Asset. In Klammern steht dahinter ISM, also das ist dann entsprechend die Perspektive, ist entsprechend richtig. Asset, wähle meine Datei aus. Und zwar ist es meine Serverliste. Muss dann hier entsprechend aufpassen, dass in der ersten Spalte eine externe ID enthält. Genauso wie bei der Source-ID. Und zwar eine genaue Anleitung, wie dieser CSV-Import funktioniert und was Sie da für Möglichkeiten haben, von den Multi-Select-Options über die Single-Option oder sonstiges, haben wir im Very Nice Forum einen Beitrag mit den verschiedenen Einzelheiten, wie genau das funktioniert und wie genau diese CSV-Datei aussehen sollte. So, gehe einen Schritt weiter und hier habe ich dann das Mapping zwischen der CSV-Datei und den Very Nice-Feldern. Very Nice mappt schon automatisch, sofern es die Überschriften erkennt. Hier hat er die Abkürzung nicht verstanden, also wegen dem Umlaut. Hier kann ich noch manuell sagen, es handelt sich um die Abkürzung. Natürlich kann ich auch bei den anderen Feldern sagen, wo das entsprechend hingeschrieben werden soll. Mit Klick auf Fertigstellen werden mir dann diese Objekte aus meiner CSV-Datei angelegt und ich klicke aber an dieser Stelle mal auf Abbrechen, weil ich da schon was vorbereitet habe. Und zwar im importierte Objekte-Ordner habe ich jetzt meine Serverliste. So, diese Objekte landen beim allerersten Import immer im importierte Objekte-Ordner. Daran sehen Sie, das ist ein neues Zielobjekt. Da müssen Sie vielleicht noch was tun. Wie zum Beispiel, ich schneide die hier entsprechend aus und füge sie hier bei meinen Assets hinzu. Damit sage ich dann, Very Nice, diese Server befinden sich jetzt hier in meiner Organisation in dem Webinar. Und wenn wir entsprechend die Update-Funktion nutzen, würde dann beim nächsten Import, also im nächsten Quartal, diese Liste genau hier aktualisiert werden, außer es kommen neue Zielobjekte hinzu. Die würden dann wieder im importierte Objekte-Ordner landen. Damit sehen Sie, da habe ich noch was zu tun. Vielleicht muss ich den Schutzbedarf setzen, vielleicht muss ich eine Verknüpfung setzen. So, damit haben wir also alles, was in der Organisation vorhanden ist, erstmal erfasst. Der zweite Schritt ist dann, die Abhängigkeiten schaffen, das heißt, die Verknüpfungen herzustellen. Und Verknüpfungen herstellen können Sie in Very Nice auf zwei verschiedene Art und Weisen. Zum einen haben Sie die Möglichkeit, hier im Editor-Bereich den Punkt Reiter, also den Reiter Verknüpfungen hier auszuwählen und können hier gezielt sagen, mit womit ich das verknüpfen möchte. So. Ich möchte den Laptop mit einem Prozess verknüpfen, drücke auf Hinzufügen und es werden mir alle Prozesse in meiner Organisation hier aufgelistet. Beziehungsweise ich kann auch über Scopes hinweg verknüpfen, muss dann hier dieses nur aktuelle Scope deaktivieren. Wähle also dann ein Zielobjekt aus, klicke auf OK und mir wird die Verknüpfung hergestellt. Die zweite Möglichkeit, eine Verknüpfung herzustellen, ist hier in dem Modellview per Drag and Drop die Zielobjekte miteinander zu verknüpfen. Das heißt, ich möchte den Laptop noch zusätzlich zu einem Server verknüpfen und den Server dann mit dem Serverraum. So, das heißt, ich nehme hier den Laptop und verknüpfe den mal mit dem Windows-Server und den Windows-Server verknüpfe ich mit dem Serverraum. So, und genau hier finde ich diese Verknüpfungs-View ganz interessant. Und zwar können Sie mit einem schnellen Blick sehen, womit das Zielobjekt denn verknüpft ist. Und hier sehen wir, der Windows-Server hängt ab vom Laptop und ist notwendig.
ich für den Serverraum. Und wenn das entsprechend nicht korrekt ist, können Sie hier den Verknüpfungstyp ändern. So, und zwar der Server befindet sich in dem Serverraum. So, auch bei dem Laptop hängt der nicht, also der Server hängt nicht ab vom Laptop, sondern er ist notwendig für den Server, für den Laptop. So, damit habe ich die Verknüpfungsrichtungen bzw. die Verknüpfungstypen hier definiert. Natürlich funktioniert das Ganze auch hier über den Editor in der Verknüpfungsview. Da sind Sie aber natürlich bei vielen Zielobjekten, wenn Sie das Ganze nur schnell durchgehen wollen, habe ich das Ganze denn miteinander verknüpft, schneller in der Verknüpfungsview, als wenn Sie immer per Doppelklick in den Editor-Bereich gehen, die Verknüpfungen auswählen und hier dann entsprechend das Ganze bearbeiten. So, nachdem ich also auch meine Verknüpfungen, also Abhängigkeiten, geschaffen habe, gehe ich einen Schritt weiter und bin bei der Feststellung der Business Impact Werte. Üblicherweise definiert man den Business Impact auf dem Prozess. Und zwar befindet er sich hier nach der Geschäftskontinuität, und zwar Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit, kann man entsprechend die Werte definieren. Und zwar sage ich mal hier die 2. Habe also hier für den Prozess den Business Impact gesetzt und kann jetzt weitergehen zu den anderen Prozessen, die ich im Moment nicht habe, also zu den Assets. Und bei dem Asset ist es so, dass dieser standardmäßig abgeleitet wird aus den Prozessen bzw. aus den anderen damit verknüpften Assets. Das heißt, ohne dass ich hier den Business Impact gesetzt habe, ist hier die Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit jeweils auf Stufe 2 gesetzt. Das Ganze kann ich natürlich hier deaktivieren und sagen, die Vertraulichkeit möchte ich aber nicht ableiten oder die Verfügbarkeit möchte ich nicht ableiten und kann das nochmal manuell hoch oder runter setzen. So, auch das speichere ich entsprechend und gucke mir den Windows Server an, den wir ja bereits auch verknüpft haben. Und hier ist es nach Maximumprinzip vom Laptop abgeleitet, also 2, 2 und 3. Und der Serverraum müsste entsprechend auch 2, 2, 3 haben. Beziehungsweise, wenn ich hier bei dem Server sage, das ist aber ein vertraulicher Server, meinetwegen, müsste das bei dem Serverraum entsprechend auch auf Stufe 3, 2 und 3 gesetzt sein. So, das heißt, den Schutzbedarf der Business Impact Werte setzt man entsprechend auf den Prozessen und bei den einzelnen Assets wird das nach Maximumprinzip aus den Verknüpfungen abgeleitet, beziehungsweise das kann man natürlich auch deaktivieren und das manuell setzen. Somit wären wir schon beim nächsten Punkt, und zwar der Risikoanalyse nach ISO 27005. Um die Risikoanalyse einmal zu erklären, also das Risikomodell in VeryNice zu erklären, würde ich einmal das Ganze theoretisch durchgehen. Und zwar habe ich hier ein Risikomodell in VeryNice aufgezeichnet. Und zwar ist auf der obersten Ebene der Prozess, wo wir entsprechend den Business Impact, also Vertraulichkeit, Verfügbarkeit, Integrität setzen. Darunter befinden sich die Assets, ebenfalls mit dem Business Impact, möglicherweise abgeleitet über den Prozess. Das heißt, diesen Punkt haben wir bereits in VeryNice gemacht. Jetzt gehen wir zu dem nächsten Punkt, und zwar dem unteren. Und zwar kann ich jetzt Szenarien definieren. Diese Szenarien werden dann natürlich mit einer Wahrscheinlichkeit gesetzt. Und ein Szenario besteht aus einer Bedrohung und einer Schwachstelle, beziehungsweise
aus einer Bedrohungshäufigkeit und einer Einstufung der Schwachstelle. Das Ganze muss man also miteinander verknüpfen. Genauso wie das Szenario dann mit dem Asset. Und genau anhand dieser Verknüpfung wird dann das Risiko berechnet und wird jeweils auf dem Asset gesetzt. So, das Ganze einmal in VeryNice. Prozesse haben wir, Assets haben wir, jetzt brauchen wir ein Szenario. So, ich lege ein neues Szenario an. So, und zwar ist mein Szenario Diebstahl von Equipment. Habe das also angelegt und gehe jetzt einen Schritt weiter und lege eine Schwachstelle an. Und zwar so, meine Schwachstelle sind offene Fenster und Türen und die Einstufung der Schwachstelle liegt bei mir bei sehr hoch. So, dann brauche ich noch eine Bedrohung. Und zwar ist die Bedrohung in dem Fall der Dieb. Und die Bedrohungshäufigkeit, die setze ich mal auf täglich. Das ist ein fleißiger Dieb oder vielleicht sind es auch mehrere. Die wissen, wir haben offene Fenster und Türen. Die kommen täglich vorbei. So, das heißt, ich habe das Szenario angelegt, ich habe die Schwachstelle und ich habe die Bedrohung. Jetzt muss ich das Ganze miteinander verknüpfen. Und zwar die Schwachstelle zu dem Szenario, die Bedrohung zu dem Szenario. Kurz geprüft. Jawohl, ist beides vorhanden. Und jetzt verknüpfe ich das Szenario entsprechend mit einem Asset. In dem Fall nutze ich mal den Laptop. So, das heißt, wir haben jetzt diese Verknüpfungen, die Erstellung der Zielobjekte erledigt. Jetzt können wir die Risikoanalyse durchführen. So, die Risikoanalyse führe ich durch, indem ich hier auf das Icon Blatt Papier mit dem Prozentzeichen klicke. Zwar steht hier schon ISO 27005 Risikoanalyse durchführen. Da klicke ich einmal drauf, wähle die Organisation aus, für die ich das ausführen möchte, fertigstellen und die Berechnung wird durchgeführt. So. Jetzt kann ich hier jeweils auf dem Asset runtergehen zum Risikomanagement-Teil und sehe hier entsprechend die Werte. Und zwar der Punkt Risikowert Vertraulichkeit sind wir jetzt bei einem Wert von 9. Nach umgesetzten Controls sind wir immer noch 9, nach geplanten Controls immer noch 9, weil wir die ja bisher nicht betrachtet haben. Genau, bei der Integrität sieht das Ganze gleich aus, 9, 9, 9 und bei der Verfügbarkeit 10, 10, 10. So, wie werden die Werte also berechnet? Und zwar setze ich die 9 zusammen, zum einen aus dem Business Impact, also in dem Fall hier die 2. Dann wird das Ganze addiert mit der Bedrohung und mit der Schwachstelle, also 2 plus 4 und plus 3 macht entsprechend 9. Beziehungsweise bei der Integrität war es ja auch die 2 und bei der Verfügbarkeit ist es dann die 3 plus 4 plus 3. Sind wir bei einem Wert von 10. So, das ist also erstmal unsere Risikobeurteilung, die wir gemacht haben. So hoch ist unser Risiko. Und jetzt möchten wir natürlich hergehen und das Risiko reduzieren anhand von Maßnahmen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, mit Maßnahmen umzugehen. Und zwar kann ich eine Maßnahme definieren
und kann hier natürlich sagen, wie reduziert es meine Wahrscheinlichkeit. Und zwar gibt es Maßnahmen, die den Business Impact reduzieren, dann wird es entsprechend mit dem Asset verknüpft. Und es gibt Maßnahmen, die die Wahrscheinlichkeit reduzieren, dann wird es mit dem Szenario verknüpft. So. Das Ganze in Very Nice. Und zwar habe ich hier zwei Controls, die ich anlege. Das eine Control ist eine Festplattenverschlüsselung. Hier kann ich dann sagen, jawohl, die habe ich in meiner Organisation umgesetzt. Also jeder Laptop, jeder Client, den ich irgendwie rausgebe, der hat eine Festplattenverschlüsselung. Etwas weiter unten finden wir das Control Level und hier kann ich dann sagen, was hat es denn für Auswirkungen, dieses Control? Hat es Auswirkungen hinsichtlich der Vertraulichkeit, hinsichtlich der Integrität, hinsichtlich der Verfügbarkeit und oder hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit des Szenarios. Das heißt, die Festplattenverschlüsselung, die hat nur Auswirkungen hinsichtlich der Vertraulichkeit. Das modifiziert es um zwei Stufen. Das heißt, selbst wenn der Laptop abhanden kommt, ist der Dieb wahrscheinlich, kommt er nicht an meine vertraulichen Daten dran, weil ich ja eine Festplattenverschlüsselung habe. Ich speichere das Ganze und verknüpfe es mit dem Laptop, also mit dem Asset, weil es ja meinen Business Impact reduziert. Das zweite Control ist Fenster und Türen schließen. Auch das habe ich in meiner Organisation implementiert. Vielleicht sind das selbstschließende Türen, vielleicht habe ich ein Gitter vor den Fenstern, vielleicht auch sogar mit Sichtschutz, also so, dass keiner reinkommt, beziehungsweise auch keiner vom Fenster aus irgendwelche Daten einsehen kann. So, habe das also implementiert und definiere ich hier wieder hinsichtlich welchen Werten wird das Ganze reduziert. Und hier ist es dann natürlich die Wahrscheinlichkeit des Szenarios. So, also es ist dann unwahrscheinlicher, dass der Dieb reinkommt und die Laptops entsprechend mitnimmt. So, habe also meine Controls, beziehungsweise dieses Control muss ich ja noch verknüpfen mit dem Szenario. Habe also mein Risikomodell damit fertig und muss nochmal die Risikoanalyse durchführen, weil wir ja hier was getan haben und die Werte müssen neu berechnet werden. So, gehe wieder in das Asset, also in den Laptop und schaue mir jetzt das Risikomanagement an. So, und zwar bei der Vertraulichkeit waren wir bei einem Wert von 9 und sind jetzt nach umgesetzten Controls bei einem Wert von 4. Bei der Integrität waren wir bei einem Wert von 9 und sind jetzt nach umgesetzten Controls bei einem Wert von 6. Und bei der Verfügbarkeit waren wir bei einem Wert von 10 und sind jetzt bei einem Wert von 7. Das heißt, das Ganze wird dann subtrahiert. Das heißt, ich rechne hier die 10 minus den Wert, den wir bei den Controls festgelegt haben. Und zwar war das bei dem Fenster und Türen schließen, war das ein Wert von 3. Und bei der Festplattenverschlüsselung war das nur bei der Vertraulichkeit ein Wert von 2. Das heißt, hier rechne ich bei der Verfügbarkeit 10 minus 3, also nur die Fenster und Türen schließen. Bei der Integrität 9
minus die 3 von Fenster und Türen schließen, sind wir bei einem Wert von 6. Und bei der Vertraulichkeit rechne ich die 9 minus die 3 von Fenster und Türen minus die 2 von der Festplattenverschlüsselung. Das heißt, bin dann bei einem Wert von 4. Und je nachdem, ob ich die Controls noch nicht umgesetzt habe oder teilweise umgesetzt habe, ändert sich natürlich auch hier, kann sich der Wert ändern. Was passiert, wenn ich die noch umsetze, kann ich das Ganze noch weiter reduzieren. So, das war das Risikomanagement in VeryNice nach ISO 27005. Damit wäre man dann quasi mit der Implementierung der ISO fertig und müsste dann hier hergehen und sagen, das Management möchte natürlich einen Bericht haben. Und VeryNice bietet hier in der Standalone-Variante und in der Pro-Variante Standardberichte, die ausgegeben werden können. Und zwar sind es entsprechend die mit dem ISM-ISO vorneweg, also die Erklärung zur Anwendbarkeit. Ich kann meine Aufgaben in Deutsch und Englisch exportieren. Eine Liste der Assets auf Englisch, also das heißt, die Überschriften sind in der Tabelle auf Englisch. Die Assets, wenn Sie die natürlich auf Deutsch angelegt haben, bleiben sie auf Deutsch. So, dann haben Sie die Risikobehandlung, die Risikobeurteilung und die entsprechenden detaillierten Auflistungen bei der Risikoberechnung, also alles mit Zahlen hinterlegt, was plus, was minus gerechnet wird und so weiter und so fort auf Deutsch und Englisch. Genau. Wählen dann entsprechend ein Report aus, einen Geltungsbereich . Das Ausgabeformat, also soll es als PDF, HTML oder die verschiedenen Office-Dokumente erstellt werden. Wählen dann aus, wo das Ganze gespeichert werden soll. Klicken auf OK und der Bericht wird Ihnen erzeugt. So, auch hier klicke ich mal auf Abbrechen. Und sage noch was zur sinnvollen Dokumentenablage in VeryNice. Und zwar ist es in VeryNice auch möglich, Dokumente oder Anhänge sinnvoll hier zu hinterlegen. Und zwar gibt es auch hier wieder zwei Möglichkeiten, wie Sie das machen können. Zum einen können Sie über externe Links auf Dokumente verweisen. Und zwar in jedem Zielobjekt finden Sie den Punkt Dokument. Hier können Sie entsprechend sagen ändern und können einen Link setzen. So. So, mit Klick auf diesen Link würden Sie dann entsprechend auf Ihr Wiki, Internet, Intranet, Dokumentenmanagementsystem und so weiter und so fort hingeleitet werden und können dort sich die Dokumente anschauen. Die zweite Möglichkeit ist, in VeryNice tatsächlich Dokumente anzuhängen. Das geht über die Dateien-View. Das ist hier mit einem kleinen Pro-Klammer versehen. Hier können Sie tatsächlich Dokumente in VeryNice anhängen. Entweder per Drag and Drop in diese View reinziehen oder Sie können auch hier natürlich verschiedene Dokumententypen, also PDFs, Word-Dokumente, Zeichnungen, Bilder, was auch immer hinterlegen, können eine Beschreibung hinzufügen, eine Versionsnummer, einen Dokumentenstatus, also das ist zum Beispiel hier unser Entwurf, können das Ganze dann speichern und es wird Ihnen hier angezeigt.
Und egal wie oft Sie dieses Dokument hier hinzufügen, wird es nicht überschrieben, sondern mit der Versionsnummer getaggt, beziehungsweise wenn Sie die vergessen einzutragen, mit dem Zeitstempel versehen. Und daran erkennen Sie, welches davon ist denn das zuletzt angefügte bzw. das aktuellste. So, das waren die Standard-Features von VeryNice bzw. VeryNice Eval ohne die Berichte und VeryNice Standalone. Und jetzt komme ich zu den VeryNice Pro-Features. Und zwar ist es der Aufgabenworkflow. Also das heißt, Sie delegieren Aufgaben an Ihre Kollegen, haben dann die Möglichkeit, das Ganze im Webfrontend oder im Client zu bearbeiten. Und das schauen wir uns jetzt an. So. Und zwar teile ich mich mal in zwei Personen auf. Und zwar bin ich Person A, der Informationssicherheitsbeauftragte, der das hier in VeryNice, also den Hut auf hat, das Ganze hegt und pflegt, also das ISMS nach ISO 27001 aufbaut. Und Person B, der ganz normale Mitarbeiter, Kollege von Person A, der entsprechend die Anforderungen, die Controls aus der ISO umsetzen soll. So, das heißt, ich bin Person A, suche mir entsprechend die Controls aus oder auch Assets meinetwegen, die noch dokumentiert werden müssen und so weiter und so fort. Also das funktioniert mit jedem Zielobjekt. Ich führe das gerne immer an den Controls vor. Und zwar die beiden Controls. Hier kann ich sagen, rechte Maustaste, Aufgabe, erzeuge eine Aufgabe. Gebe einen Titel ein. Bitte umsetzen, so, mit Nachweisen, klicke den Freigabeprozess an, wieso, weshalb, warum, zu einem späteren Zeitpunkt. Gehe einen Schritt weiter und kann hier auswählen, bis wann soll die Aufgabe denn erledigt werden. Ich sage mal bis zum Ende des Jahres. Kann hier entweder durch eine Verknüpfung eine verantwortliche Person hinzufügen, also der die Aufgaben zuweisen, oder, weil in meinem Fall ich keine verknüpfte Person habe, kann jemand Verantwortlichen direkt wählen. Gehe einen Schritt weiter und wähle nun die Person aus. Und zwar soll das die Nina normal durchführen. Gehe einen Schritt weiter und habe hier die Möglichkeit auszuwählen, was Nina sehen darf bzw. nicht sehen darf. Wenn ich schon was zu den Kosten eingetragen habe, kann ich das entsprechend hier entfernen und Nina wird nichts zu diesen Feldern sehen. Nochmal einen Schritt weiter habe ich eine kurze Zusammenfassung und mit Klick auf Fertigstellen werden die Aufgaben erzeugt. Wie in einer guten Kochsendung habe ich da aber schon was vorbereitet. Hole also jetzt quasi den fertigen Kuchen raus. Und zwar wechsle ich jetzt in die Rolle der Nina, also Person B, habe eine E-Mail bekommen, wo drin steht, du hast neue Aufgaben. Da steht aber nichts weiteres drin, also ein Link zu dem Webfrontend, aber nicht, was gemacht werden soll, falls Nina gehackt wurde oder jemand anders mitliest, kann man da keine Inhalte draus erkennen. So. In der Mail stand also ein Link drin, den habe ich ausgewählt und melde mich jetzt hier im Webfrontend an. Auf der Startseite des Webfrontends habe ich die Möglichkeit, mir einen Client runterzuladen, also Linux, macOS oder Windows. Kann auch nochmal in das Benutzerhandbuch einsehen oder die verschiedenen Service-Seiten aufrufen. Wie bereits gesagt, VeryNice Forum, da sind viele spannende Beiträge und Anleitungen zu finden, genauso wie VeryNice YouTube.
da kann man entsprechend verschiedene Videos sehen. So, ich möchte aber tatsächlich meine Aufgaben bearbeiten und klicke hier auf Aufgaben. So, habe also eine Übersicht aller meiner Aufgaben und kann die einzeln jetzt durchgehen. Also ich wähle hier das erste aus, Bestimmung der anwendbaren Gesetzgebung und der vertraglichen irgendwas Anforderungen. Genau. Auf der rechten Seite sehe ich also die Informationen, die im Client im Editor-Bereich zu sehen waren. Also das von den allgemeinen Informationen über die Implementierung, die Erklärung zur Anwendbarkeit und so weiter und so fort. Und da ich das Ganze hier umsetzen soll, hier steht es auch nochmal oben drüber, die Controls umsetzen und mit Nachweisen versehen. Kann ich also hier sagen, jawohl, das habe ich gemacht, eine Erklärung, vielleicht was ich gemacht habe und so weiter und so fort. Und da hier steht mit Nachweisen versehen, kann ich hier Dateianhänge hinzufügen. So, nachdem ich also diese Aufgabe, dieses Control umgesetzt habe, kann ich das Ganze speichern. Wenn ich jetzt gespeichert habe, heißt es nicht, dass ich die Aufgabe erledigt habe, sondern ich kann hier in den linken Teil wieder gehen und sagen, erledigt. Dann verschwindet diese Aufgabe aus meiner Übersicht. Ich kann also zur nächsten Aufgabe gehen und sehe da geistige Eigentumsrechte. Hier stelle ich fest, da bin ich gar nicht die richtige Person für. Hier kann ich wieder auf der linken Seite sagen, nicht verantwortlich. Auch diese Aufgabe verschwindet aus meiner Übersicht. Nächste Aufgabe, Schutz von Aufzeichnungen. Sollte ich eigentlich gemacht haben bis zum 25.08. Ist ein Monat her. Hier kann ich dann sagen, ich brauche eine Verlängerung. Also auch schon vorher kann man dann natürlich sagen, ich möchte gerne eine Verlängerung beantragen und kann hier eine Begründung und ein Wunschdatum auswählen. So. Also meine Begründung ist bitte, bitte und ein neues Datum. Der 20.12.2055. Bis zur Rente sollte ich das geschafft haben. Klicke auf OK und diese Aufgabe bleibt aber weiterhin bei mir, weil ich ja nur länger Zeit dafür brauche oder haben möchte. So. So kann also ich bzw. Nina die Aufgaben durchgehen und sagen, habe ich nicht gemacht, bzw. also erledigen, sagen nicht verantwortlich oder die Verlängerung beantragen. So, zurück in Very Nice, zurück bei Person A, also dem Informationssicherheitsbeauftragten, der möchte am Ende des Tages, am Ende der Frist, wann auch immer, sehen, hat Nina die Aufgaben denn erledigt. Hierfür gibt es im Client eine View, eine Aufgabenview, das Klemmbrett mit einem Häkchen dran. Hier kann ich entsprechend sehen, was wurde getan. Und zwar habe ich genau hier die drei Aufgaben, die Nina vorher bearbeitet hat. Und mit dem Aufgabentyp einmal prüfen, einmal nicht zuständig und einmal Verlängerung beantragen. Ich beginne mal von unten nach oben. So, Verlängerung beantragen. Das, was ich vorhin da eingetragen habe, bitte, bitte, 20.12.2055, ist hier die Begründung. Und hier kann der Informationssicherheitsbeauftragte dann sagen, na gut, hier kann ich das Datum ändern. Kann hier also ein neues Datum auswählen. Bei der nicht zuständig Aufgabe, quasi dasselbe in grün, hier kann ich hergehen, über die rechte Maustaste sagen, Person zuordnen und kann hier eine komplett neue Person auswählen. Und bei der prüfen Aufgabe, hier kann ich dann hergehen und mir den Vergleich ziehen, was hat die Nina denn dort gemacht. Hierfür gibt es den Vergleichsbutton.
Hier sehe ich den alten gegen den neuen Status der einzelnen Felder, die bearbeitet wurden. Also implementiert von unbearbeitet wurde auf Ja gesetzt. Die Erklärung war happig. Okay, weiß ich Bescheid. Hier kann ich dann sagen, jawohl, das akzeptiere ich oder nein, das weise ich zurück. Da muss noch was getan werden. So. Und jetzt zu dem Freigabeprozess, den ich ja hier, nachdem ich gesagt habe, erzeuge eine Aufgabe, habe ich ja den Freigabeprozess aktiviert und dieser bewirkt Folgendes. Habe ich den Freigabeprozess aktiviert, wird der Status, den die Nina hier reingeschrieben hat, erst für alle ersichtlich, wenn ich sage, jawohl, das akzeptiere ich. Habe ich den diesen Freigabeprozess vorher nicht aktiviert, dann ist der Status schon vorher für alle ersichtlich. Da ist es mehr oder weniger egal, was ich sage, die anderen sehen den Status schon vorher. Das heißt, wenn Sie sagen, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, aktivieren Sie den Freigabeprozess. Wenn Sie den Mitarbeiter, den Kollegen vertrauen und sagen, die machen das schon, müssen Sie den Freigabeprozess nicht aktivieren. So, vielleicht noch ein Hinweis. Das, was ich im Webfrontend gemacht habe, funktioniert natürlich auch hier in der Aufgabenview. Wenn die Berechtigungen hier natürlich stimmen, bei mir sind alle Admins, deswegen darf jeder überall reingucken, aber die Berechtigungen müssen stimmen. So, ich kann mich hier natürlich auch als Nina einwählen und habe hier genauso meine Liste der Aufgaben. Kann also hier genauso sagen, habe ich erledigt, bin nicht verantwortlich für oder Verlängerung beantragen, beziehungsweise über den Doppelklick gelange ich in den Editor-Bereich, wo ich entsprechend die Informationen eintragen kann. Genau. Hier trage ich also ein, jawohl, habe ich gemacht, speichere das Ganze und kann dann sagen, erledigt. Dann verschwindet diese Aufgabe aus meiner Übersicht und landet beim Informationssicherheitsbeauftragten. So. Damit wäre ich mit den Funktionalitäten von ValueNice grob durch. Sie haben jetzt die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Diese würde ich entsprechend einmal vorlesen und beantworten. Hier kam der Wunsch, dass die Erstellung eines Reports einmal vorgeführt werden soll. Das kann ich natürlich gerne machen. Und zwar werden die Daten jetzt nicht sehr vielversprechend aussehen, aber das kann ich gerne vorführen. Und zwar wähle ich einmal aus, hier Report erzeugen, wähle einen Bericht aus, und zwar die Risikobehandlung nehme ich mal. Das ist so der typische ISO-Bericht, den jede Organisation ausführt. Wähle unsere Organisation aus, Webinar als PDF. So. Führe das Ganze aus und der Report wird erzeugt. Der Bericht wurde erzeugt und sieht wie folgt aus. Zuallererst kommen natürlich ein paar Definitionen, also was ist modifizieren, was ist vermeiden, verlagern und so weiter.
was ist Vertraulichkeit, Verfügbarkeit, Integrität. Dann folgen die Matrizen für die einzelnen Schutzziele aufgelistet. Also auch hier wieder Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit. Und wir sehen hier, wir haben nur ein Risiko entsprechend, weil wir tatsächlich nur eins definiert haben. Genau. Hier ebenso die 1 und auch hier die 1. So, haben dann die Definitionen für unsere Klassifizierung. So, und dann kommt die Detailbetrachtung. Und zwar haben wir hier das alles auf Prozessebene. Das heißt, wir haben hier unseren Prozess Buchhaltung mit der Vertraulichkeit Stufe 2, Integrität 2 und Verfügbarkeit 2. Und darunter finden wir alle Assets, die wir verknüpft haben. Also unser Laptop, haben ein Control, das den Business Impact beeinflusst, also die Festplattenverschlüsselung. Der ist bereits umgesetzt und modifiziert das Ganze um 2 Stufen. Wir haben das Szenario Diebstahl von Equipment. Da ist die Schwachstelle und die Bedrohung offene Fenster und Türen und der Dieb mit einer Wahrscheinlichkeit definiert. Und wir haben ein Control, was die Eintrittswahrscheinlichkeit beeinflusst, ist ebenfalls umgesetzt und reduziert das Ganze um 3 Stufen. Das heißt, das Ganze hier zusammengerechnet ergibt einen Wert von 9 und minus die 3 minus die 2 ergibt einen Wert von 4. So das Ganze einzeln auf die Schutzziele bzw. das in Summe. Da wir das Ganze nur auf den Laptop gemacht haben, hier das Aussagekräftige und bei dem anderen, also bei dem Windows-Server, sehen wir hier entsprechend alles leer. Die Farben hier kann man natürlich wie in einer normalen Risikomatrix definieren. Rot, Gelb und Grün. Dafür ist dann ganz oben die Risikoakzeptanz zuständig. Das heißt, hier kann ich dann sagen, ab was für einem Wert es rot wird und wird sich entsprechend hier einfärben. Dann die nächste Frage. Habe ich Filtermöglichkeiten, wie zum Beispiel zeige mir alle Objekte, Assets, Controls und so weiter von Person A? Also Sie haben natürlich die Möglichkeit, hier einen Filter zu setzen, also zu sagen, zeig mir alle Assets an oder alle Controls, die auch mit einem bestimmten Tag versehen sind. Also das heißt, wenn Sie hier mit Tags arbeiten, können Sie das entsprechend danach filtern. Dieser Anwendungsfall, den Sie da beschrieben haben, also zeige mir mal alle Objekte, die irgendwie Person A in Anführungszeichen gehören, für die die zuständig ist, das würde man tatsächlich hier über die Verknüpfungen sehen. Das heißt, wenn ich hier eine Person anlege, das kann ich ja mal kurz vorführen. So, Person, lassen wir mal Person, so, habe die Person also angelegt und kann die jetzt verknüpfen, zum Beispiel mit dem Prozess, kann sie verknüpfen mit einem Asset, kann sie verknüpfen mit einem Control. So, und wenn ich hier entsprechend auf die Person gehe, kann ich ja sehen, die Person ist Eigentümer von dem Laptop, erhält aufrecht Fenster und Türen schließen, also das Control, und Daten verarbeitet in, also kann man hier auch noch sagen, die Person ist aber prozessverantwortlich für den Prozess. Also da kann man entsprechend auch den Verknüpfungstyp definieren. Also das wäre dann entsprechend diese Filtermöglichkeit, die Sie hier ansprechen. Die nächste Frage ist eine Änderungshistorie pro Objekt vorhanden? Die Antwort ist ein klares, es kommt drauf an. Es gibt bei jedem Zielobjekt
in dem Reiter Änderungsmetadaten die Möglichkeit zu sehen, von wem das Objekt erstellt wurde und wann es erstellt wurde, von wem es das letzte Mal geändert wurde und wann es geändert wurde, aber eine vollständige Historie gibt es da nicht, sondern tatsächlich nur, wann erstellt, von wem erstellt und die letzte Änderung. Also hier nicht wundern, das Datum von meinem Server ist falsch, deswegen stimmen da die Zeiten nicht. Wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, möchte ich mich an dieser Stelle bei Ihnen bedanken fürs Zuhören und fürs Zusehen. Wünsche Ihnen einen angenehmen Tag und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal.